Das Thema OER ist aus diesem Grunde relevant, weil es in den letzten Jahren ja einen ziemlichen Hype erfahren hat. Es hat sich national und international sehr viel getan. Die Community ist auf das BMBF zugekommen und wir schauen natürlich immer, wie müssen wir reagieren, was müssen wir tun. Und in diesem Zusammenhang haben wir natürlich auch die Diskussion in der KMK-Arbeitsgruppe gesehen, haben diese sehr gern genutzt, um im Ergebnis zu schauen, wie können wir die Empfehlungen, die sich daraus kristallisiert haben, umsetzen, was können wir tun. Dazu haben wir Vorarbeiten geleistet, dazu haben wir die Ausschreibung herausgebracht und man muss natürlich sagen, auch die Tatsache, dass das Parlament uns hierfür Geld zur Verfügung gestellt hat, hat sehr geholfen, hier Förderung im Bereich OER anzuschieben. Das BMBF fördert zwei verschiedene Sorten von Projekten. Das eine ist die Informationsstelle OER. Wo es im Wesentlichen darum geht, Informationen zum Thema OER zu bündeln, um dadurch das Thema wirklich in der Breite nochmal sichtbarer zu machen. Also bisher ist das Thema OER noch ein relatives Spezialistenthema und Ziel ist dadurch jetzt durch die zentralere Verfügbarmachung von Informationen und die Weiterentwicklung von Informationen das Thema noch stärker in die Breite zu tragen. Zum anderen werden Projekte gefördert, die die Qualifizierung und Sensibilisierung von verschiedenen Multiplikatoren in den verschiedenen Bildungsbereichen zum Thema haben. Und da wird es darum gehen, in erster Linie solche Multiplikatoren zu sensibilisieren bzw. zu qualifizieren, die an Schlüsselstellen in ihren jeweiligen Bildungsbereichen gehen, sodass wir da hoffen, dass eine Art Schneeballeffekt ausgeht, dass diese Multiplikatoren wiederum andere Multiplikatoren schulen können, um dann das Thema noch breiter noch mehr in die Breite zu tragen und institutionell in den verschiedenen Bildungsbereichen zu verankern. Das besondere Potenzial in der Nutzung von OER kommt meines Erachtens insbesondere durch die Art und Weise der Lizenzierung dieser Materialien zum Ausdruck. Durch diese Lizenzierung können OER-Materialien frei genutzt, weitergegeben, verändert, neu gestaltet werden. Und das ermöglicht eine viel bessere Individualisierung im Lernen. Das gibt eine größere Vielfalt, steigert damit die Selbstlernkompetenz und trägt damit zur Verbesserung von Bildung bei. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang unbedingt betonen, dass OER die bisherigen Bildungsmaterialien keinesfalls ersetzen sollen, sondern sie ergänzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Generell legt das BMBF immer Wert auf Vernetzung von Projekten untereinander, weil das Thema gegenseitig voneinander lernen natürlich ein wichtiges ist, denn nur so kann tatsächlich auch Fortschritt entstehen, wenn ich eben bereit bin, voneinander zu lernen. Was das Besondere ist bei dieser Fördermaßnahme, ist tatsächlich, dass die Vernetzung auch proaktiv eingefordert wurde von einzelnen Projektnehmern. Das ist tatsächlich ganz interessant, das hier zu beobachten und auch Ideen eingebracht wurden, wie die Vernetzung funktionieren kann. Und das ist hier sicherlich dem geschuldet, dass das Thema OER sehr stark auf dem Community-Gedanken basiert. Ich denke, OER kann Treiber sein, Innovation im Lernen schneller und besser umzusetzen. Gerade OER tragen dazu bei, den Gedanken von Partizipation, von Teilen, von gemeinsamen Lernen, von gemeinsamen Nutzen von Materialien zu verstärken und damit die Bildung zu verbessern. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Rolle von OER, die vielleicht noch nicht so ganz angekommen ist. Es wurde ja schon mal gesagt, im Moment ist es ein Spezialistenthema und es ist in der ganzen Entwicklung nicht unbedingt üblich, etwas zu nutzen, was jemand anders erstellt hat oder etwas weiterzugeben, was man selbst erstellt hat.
Aber genau dies braucht es in der zukünftigen Entwicklung. Die OER-Informationsstelle wird tatsächlich dafür sorgen, dass die Ergebnisse der Projekte stärker an Sichtbarkeit gewinnen, indem sie dort gebündelt werden und auch nach außen getragen werden. Gleichzeitig kann dadurch auch die Vernetzung nochmal verbessert werden, indem eben bestimmte Ergebnisse schon mal da sichtbar gemacht werden und ich dann einfacher auch als Projektnehmer darauf zurückgreifen kann. Gleichzeitig ist es wichtig, dass, denke ich, dass die OER-Informationsstelle nicht als Akteur fungiert, der eine Vernetzung von oben aufdrückt, sondern stärker eben als eine Institution funktioniert, der die Vernetzung eher unterstützt, ermöglicht, also einen Raum der Möglichkeiten bietet für Vernetzung. Wird das BMBF noch eine Ausschreibung OER veröffentlichen? Das ist eine Frage, die sicher gern gestellt wird, die oft gestellt wird. Da würde ich aber gerne dazu sagen, lassen Sie uns doch erstmal abwarten, welche Ergebnisse aus den jetzt laufenden bzw. Anfang 2017 in die Bewilligung gehenden Projekte erzielt werden, wie dann die Landschaft aussieht. Und in Abhängigkeit von den Ergebnissen, wir werden ja sicher zwischendurch mal schauen, wie die Projekte laufen, werden wir entscheiden, ob es weitere Ausschreibungen oder gar ganz andere Maßnahmen seitens BMBF bedarf und welche Maßnahmen vielleicht auch erforderlich sind in Umsetzung der beiden Strategien, der KMK-Strategie oder auch der BMBF-Strategie.